Hallo und willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es einen super leckeren Blumenkohlauflauf und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie der gemacht wird, dann bleibt bitte dran. Für den Blumenkohlauflauf brauchen wir 800 Gramm Blumenkohl, 150 Gramm geriebener Käse. Ich habe die Hälfte Gouda und die andere Hälfte Feta-Käse genommen, 250 Milliliter Sahne, 3 Eigelb, eine klein geschnittene Zwiebel, 50 Gramm Butter, je ein halber Teelöffel Chiliflocken, Knoblauchpulver, Muskatnuss und Pfeffer, ein Teelöffel Salz und ca. 250 Milliliter Wasser, könnte weniger oder mehr werden, gucken wir mal. So, das sind die Zutaten für den Blumenkohlauflauf. Als erstes dünste ich die Zwiebeln ein bisschen in der Butter. Wenn die Zwiebeln so gut brutzeln, schalte ich den Herd klein und lasse sie bei schwacher Hitze 10 bis 15 Minuten karamellisieren. Die Zwiebeln sind jetzt wunderbar goldgelb geworden, schön karamellisiert. Jetzt tue ich die Gewürze dazu. Pfeffer, Muskat, Chiliflocken und das Knoblauchpulver. Das wird jetzt noch einmal kurz vermischt. Ich schalte den noch mal ganz kurz auf große Stufe, damit es noch einmal gut durchbrutzelt. Und somit sind die Zwiebeln dann fertig und die werde ich jetzt erstmal beiseite stellen. In denselben Topf tue ich jetzt den Blumenkohl. So, da kommt jetzt das Wasser drauf und der Deckel wird zugemacht. Für die Soße nehmen wir die 3 Eigelb, die Sahne, und die Hälfte von dem Käse. Den Feta kann man komplett reintun, von dem Gouda nämlich auch. Das meiste, aber ein bisschen lasse ich denn noch übrig. Das will ich ganz zum Schluss über den Auflauf streuen. Das Ganze wird gut verrührt. Das ist jetzt fertig und wird gleich über den Blumenkohl gegossen. Den Blumenkohl habe ich jetzt gedünstet, bis er nicht ganz durch ist, ich würde sagen bis fest, und den vermische ich jetzt mit den karamellisierten Zwiebeln. Jetzt in eine Auflaufform. Den Guss habe ich noch mal zusätzlich ein bisschen mit Salz und Pfeffer gewürzt und den verteile ich jetzt auf den Blumenkohl. Und jetzt bestreue ich es noch mit dem restlichen Käse.
Das kommt jetzt in den Backofen für ca. 30 Minuten. So, der Auflauf ist jetzt fertig. Er war insgesamt 40 Minuten im Backofen. Mein Blumenkohlauflauf ist jetzt fertig. Er ist super lecker geworden. Ich habe dazu einen Salat angerichtet und ein bisschen weißen Thunfisch drüber getan. Und ich werde jetzt Mittag essen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.